Der Wecker neben ihm klingelte noch immer. Er schaltete ihn aus. Zum Glück schlief Lara noch. Sie hatte den Wecker wie so oft nicht gehört. Ihr eigener würde erst in einer halben Stunde klingeln. Sie hatten sich am vergangenen Abend vor dem Schlafengehen sehr heftig gestritten und waren dann genervt und widerwillig nebeneinander eingeschlafen. Keiner der beiden war bereit gewesen, das gemütliche Bett zugunsten der Couch im Wohnzimmer zu räumen. In letzter Zeit war es eigentlich gut zwischen ihnen gelaufen, dachte er. Allerdings fing sie gestern wie aus dem Nichts wieder mit der alten Leier an. Er solle sich endlich mal verändern, sich einen besseren Job suchen und vor allem aus seiner Wohnung ausziehen. Die Wohnung, in der er nun schon seit beinahe 15 Jahren lebte, in der ja auch sie seit immerhin 4 Jahren mit ihm zusammen wohnte. Er verstand es einfach nicht. Warum sollte er sein Leben zwanghaft verändern, wenn doch alles gut war, so wie es war?